Als ich nach meinem Umzug in die Schweiz das erste Mal über die Brücke zur Insel lief, war mir sofort klar, dass ich diesen Ort noch oft besuchen würde. Alles, was die Region ausmacht, der Rhein, der Bodensee und die alte Kulturlandschaft, fällt hier zu einem Punkt zusammen. Herbst und Winter mag ich sehr gern. Das ist eine Zeit, in der nach der sommerlichen Geschäftigkeit wieder etwas Ruhe einkehrt, auch in der Natur. Das gedämpfte Licht und die Melancholie, die sich dann über die Landschaft legt, geben mir den mentalen Raum, um tiefer in das Wesen des Ortes einzutauchen. Die Idee zu einem Bildband kam mir bereits bei meinen ersten Besuchen auf der Insel. Beim Durchsehen der Aufnahmen fiel mir dann aber auf, dass da noch etwas fehlte, um den Ort tatsächlich ganzheitlich erfasst zu bekommen. Mir wurde klar, dass das Kloster ein integraler Bestandteil dieses Ortes ist. Es bildet die Verbindung in die jahrtausendealte Geschichte der Insel und spannt zugleich den Bogen von der äußeren zur inneren Welt. Die 2 Tage, die ich im Kloster verbrachte, um dort Aufnahmen zu machen, waren wirklich sehr eindrücklich. Obwohl nur unweit von meinem Zuhause entfernt, stellte sich schnell ein Gefühl von Entrücktheit ein, als wäre ich zu Gast auf einer abgelegenen Insel. Mein besonderer Dank gilt vor allem der Klostergemeinschaft, ohne deren Unterstützung der Bildband so nicht möglich gewesen wäre.